Ich glaube, wenn sie ungefähr da ansetzen, wo sie im letzten Jahr beim Finale der Super League aufgehört haben, dann wird das hier eine Riesenpartie und dann wird es auch richtig spannend werden. Game on. Definitiv. Nico letztes Jahr 8-3 Rückstand noch aufgeholt. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. War hinten. Und dann 81. Dieses Herzschlag-Finale, als Nico drei Darts auf die Doppel 16 im entscheidenden Leck verpasst und Dragutin Horvat fast die 141 Punkte checkt, wird das hier der perfekte Start für Herkules. Erste gute Aufnahme von Dragutin. Dragutin Horvat, der sehr, sehr gut gestartet ist in die Hauptrunde. 59. In seiner Gruppe B mit 5 Siegen am ersten Tag aus den ersten 7 Partien. Aber gestern schwere Probleme gehabt. Nur noch 2 Siege einfahren können. 59. Einmal gegen Michael Hurz erfolgreich gewesen gestern mit 6-4. Und dann ein klares 6-0 gegen Kai Gotthard. Aber auch Herkules musste da gegen Ende, obwohl er den ersten guten Tag 41. gespielt hat, nochmal ordentlich zittern, ums Weiterkommen. Ja, definitiv. Nico Springer hat ja dann noch gegen ihn gewonnen. Zum Abschluss in der Streamingbox gestern. Nico Springer, er bereits 44. Nicht mehr dabei, hat sich zwar gestern dann noch fürs Viertelfinale qualifiziert, aber keine Chance gehabt heute im ersten Viertelfinale gegen Martin Schindler. Und Marco, du hast, als du in die Kabine gekommen bist, 180. Während Nico hier ausgleicht, was die 180er betrifft, hast du auch gesagt, was der Martin hier abbrennt bei der Super League, das ist schon ja wie vom anderen Stern eigentlich. Absolute Nico Klasse. Definitiv. Also, wenn er so weiterspielt, dann wird das auch in der Pro Tour weit schaffen. Jetzt hier die Chance für Nico Kurz, 100. Der sich das gut hinstellt. You require 120. 40 Punkte Rest nach 15 Darts, aber Break-Chance für Dragutin, die hat sich nach dem ersten Dart erledigt. Passt. 80. Stellt sich Nico, auf 40. You require 40. Schauen uns das hier an. Wäre wichtig für Nico Kurz, hier gut in die Partie reinzukommen. Nähert sich an. 20. Dragutin, you require 40. Aber mit 40. dem letzten Dart landet er da unter der Doppel 20. Und das ist die erste richtig veritable Break-Chance Break jetzt. And the first leg, Dragutin Horvat. Für den Mann Second aus Kassel. Leg, it's Dragutin to throw first. Game on. Der erste Break. Holt sich das in 16 Darts. Ja, ihr beiden zusammen beim KSC aktiv. 100. Und Dragutin, so einer der Dartspieler, einer der Menschen, wo man ja ganz wenige Leute findet, die irgendwie ein negatives Wort über ihn zu sagen haben. Einfach auch ein wahnsinnig netter Kerl, der 140. auch nach dem Finale im letzten Jahr sehr, sehr, ja, groß war im Moment der knappen Niederlage. Definitiv. Wir haben auch zusammen beim KSC so eine Home League gemacht. Da habe ich auch gegen ihn gespielt. Absolute klasse Mensch. Immer fair. Auf jeden Fall. Toller Mensch. Der im Interview bei uns gesagt hat, zum Thema Mentalspiel Darts, dass es teilweise so schwierig ist, die Ruhe zu bewahren, dass es manchmal brodelt in ihm. Eigentlich kann er es gut verstecken. Ein Moment hat er gestern gehabt, da hat man gesehen. 43. Na, jetzt ist auch Herkules hier ein bisschen angefasst und ein bisschen ärgerlich darüber, dass er nicht so zu seinem Spiel findet. Stimmt, aber gut, wir haben auch schon ein paar Tage hinter uns jetzt. Und 58. Die Konzentration immer aufrecht zu halten ist ganz schön schwer. Dragutin, auch einer 99. dieser Spieler, die sehr über ihr gutes Scoring kommen. Der erste Dart für ihn ganz besonders wichtig. 96. Nico Kurz, der Titelverteidiger, der zweifache Super League Champion. In seinen jungen Jahren mit 24 Lenzen, der einzige Spieler, der die Super League 138. mehr als einmal Nico gewinnen konnte. 107. Und hier hat er die Chance auf 107 Punkte, um das direkte Rebreak zu holen. Doppel 18, Game klasse shot. Gemacht. And the second Zweites leg, leg. Nico Kurz. Erstes Third High leg, Finish der Nico Partie. First. Und das nächste Break Game dazu. Game on. Beantwortet das 16-Dart-Break von Dragutin Horvat mit einem 15-Darter seinerseits. Gutes Niveau hier zum Start ins Match. 100. Ja, und auch Nico Kurz, der lange um das Weiterkämpfen
das Weiterkommen ins Viertelfinale kämpfen musste. So ist es richtig. Der zwar gut gestartet ist am ersten Tag, da solide 4 Siege geholt aus seinen ersten 7 Matches. Aber dann gestern auch mit 2 Niederlagen aus den ersten 4 Partien und hat dann auch nochmal einen guten Endspurt hingelegt mit 3 Siegen zum Schluss. 6-5 gegen Stefan Nillis. Das war der ganz wichtige 100. Moment gestern für ihn. Da haben wir ihn auch so halb in die Knie gehen sehen. Da hat man gemerkt, da war richtig viel Druck drauf in der Partie. Das hat mich auf jeden Fall schon an das Finale vom letzten Jahr erinnert. Also seine Emotionen. Das war 108. genau die gleiche Pose. Und das hier ist die zweite 180 für Nico Kurz. Stellt sich Jack auf 121. 137, Nico, you require 121. Jetzt hier auf allerbestem Wege. Ist das erste Mal hinzubekommen, dass einer der beiden Spieler seinen Anwurf verteidigt. Wieder ist es die Doppel 18, diesmal 85. Verpasst er sie. Aber ich glaube, man merkt hier schon sehr, sehr früh. Nico Kurz, der ist in the zone, der ist auf einem guten Level unterwegs. Ja, ich glaube, das ist seine Stärke, K.O.-Phase. Das ist so sein Modus, glaube ich. 131, Nico, you require 36. In der K.O.-Phase bei der Super League. Logischerweise seit 2019 ungeschlagen. Nico Kurz. Ah, hier braucht er jetzt die Doppel 9, muss darüber auf die andere Seite. 27, Dragutin, you require 52. Wichtige Darts, 52. Die er hier verpasst. Insgesamt 4 Darts liegen lassen in diesem Leg. Und Horvath mit der nächsten Break-Chance. Macht's auch 32, nicht. Nico, you require 9. So, jetzt muss er umstellen. 1 für die Doppel 4. Der passt genau da rein. Doppel 2, wichtiger Dart für Kurz. Game shot. And the third leg, Nico Kurz. Und holt fourth sich leg, das auf das first. Doppel, Game on. Mit dem er im letzten Jahr die Super League gewinnen konnte. Ja, solche Doppel 100. sind ganz wichtig. Gerade für den Kopf. Das hören wir immer wieder auch in den Live-Chats zu unseren Streams der Super League, wenn Nico Kurz spielt. 121. Sie alle sind begeistert auch von diesem wahnsinnig geraden und sauberen Wurfstil, den er hat. Das ist alles sehr, sehr lehrbuchmäßig. Lehrbuchmäßig auch das 140. jetzt hier von Herkules. Definitiv, also sein Wurfstil von Nico einzigartig, finde ich in Deutschland auf jeden Fall. Wenn nicht sogar europäisch. 134. Und auch hier nimmt er zweimal die Triple 19 mit. Und macht Druck auf den Anwurf von Horvath, der sich jetzt hier ein bisschen 43. bemerkbar macht. Nur 43 Punkte. Dragutin, mit dem ich kurz vor dem Start der Viertelfinals noch sprechen konnte, der gesagt hat, gestern war ein furchtbarer Tag und dabei habe ich mich so gut vorbereitet, dabei habe ich so gut gepracticed davor. Also im Practice gestern lief alles und ich habe sehr gut geschlafen. Und sagte, heute habe ich ganz furchtbar geschlafen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, 140. dass Nico, es heute dann besser läuft. 125. Ja, manchmal ist es so am Practice Board, dass du alles triffst, aber sobald es dann um die Wurst geht, schaltet sich auch wieder der Kopf ein. Das ist das Frustrierende beim Dart. Nico Kurz versucht sich jetzt hier die Sache gut hinzustellen. 85. Und das gelingt Dragutin, ihm. You require Druck 78. auf den Schultern von Dragutin Horvath. Der muss die 78 Punkte nehmen. Sonst gibt es das erste Break. Beziehungsweise das nächste Game Break. Shot. Aber and the fourth Dragutin, leg, Dragutin macht Horvath das hier gut mit Fifth dem leg, letzten Dart zum 2-2. Game on. Mit Doppel-Doppel. Ja, und jetzt kurz vor der Pause, und das haben wir auch in den ersten beiden Viertelfinals gemerkt, dieses Leg vor der Pause, sich das zu holen, ist 140. wichtig, mit einem guten Gefühl diese 5 Minuten anzugehen. Und von den Averages, das sehen wir hier auch, eine klasse Partie, die wir erleben. 96. Nico Kurz bei gut 92, Dragutin Horvath noch ein Stückchen höher, bei 97,7. 60. In dem Bereich, da haben sie sich auch im letzten Jahr ungefähr bewegt. Im Finale, da stand bei Nico Kurz eine 94,1, bei Dragutin eine 94,8. 134. Und genauso knapp war dann ja auch das Endergebnis von 10-9 für den jungen Hessen. Ja, das war mir irgendwie auch klar, dass es heute wieder sehr knapp wird. 140. Immer sehr schöne Spiele anzuschauen von den zwei.
bisher relativ klare Ergebnisse in den ersten beiden Viertelfinals. Ich glaube, unser Bauchgefühl sagt uns allen, dass es hier enger zugehen könnte. You require 161. Oh, und das würde jetzt wehtun für Nico Kurz, wenn sich Dragutin Horvath mit der 161 das Break holt vor der Pause. 136. Nico, you require 46. Schnauft Herkules einmal tief durch. Da weiß er auch, das wäre wichtig gewesen. Und Kurz muss das jetzt machen. Trifft die 6 für die Doppel 20. 14 Darts, 15 Darts, um den Anwurf zu halten. Oh. 6 scored. Dragutin, you require 25. Der letzte, da hat man, glaube ich, gesehen, wie viel Druck da drauf war jetzt in dem Moment. Wäre ein ganz wichtiger Dart gewesen, ja. Dragutin Horvath atmet durch. 9, Doppel 8 für das wichtige Game, Break. Kurz vor der Pause geht hier mit 2-3 in Führung. 14 Data zum Break. Wichtiger Moment jetzt hier für Dragutin Horvath. Und wir sind dann gleich nach der 5-minütigen Pause wieder zurück für euch. Willkommen zurück zu Viertelfinale Nummer 3 der Hülo PDC Europe Game Super League 2021. Dragutin Horvath, er liegt in Front. Hat sich ein wichtiges Break geholt. Kurz vor der Pause zum 3-2. Und 97. Das muss Nico Kurz jetzt erstmal wieder gerade stellen. Aber, und da habe ich auch mit meinem Co-Kommentator Marco Obst gerade kurz drüber gesprochen, der Nico ja auch sehr, sehr gut kennt. 100. Den bringt sowas halt auch nicht aus der Ruhe, wenn er mal einen Break kassiert oder auch mal 3-4 Legs hinten liegt. Der spielt seinen Stiefel einfach durch. Der nervenstärkste 100. Dartspieler in meiner Umgebung auf jeden Fall. Also da kann man sich nur einen Apfel von abschneiden ein bisschen. Oder wie sagt man? Scheibe. Von Scheibe. Abschneiden. Aber du heißt Obst mit Nachnamen, da kannst du auch von Äpfel sprechen. Ich bin der Apfelobst. Warum denn auch nicht? 100. Ja, und hier sehen wir es. Mit 14 Darts hat Dragutin Horvath kurz vor der Pause zugeschlagen. Spielt ja auch einen sehr, sehr anständigen Average. Zeigt sich deutlich formverbessert im Vergleich 123. zu gestern. Scheint seine Form der ersten drei Tage der Super League wiedergefunden zu haben, wo er sehr, sehr stark unterwegs gewesen ist. Er war ja 59. in Gruppe A mit dabei. Musste sich dort einzig und allein Martin Schindler beugen, der ja aber auch schwer zu schlagen war in der Vorrunde. 180. Und das hier die perfekte Aufnahme Dragutin, von Nico Kurz. Stellt sich auf Tops. Oh, das wird wieder wehtun. Das würde wieder wehtun, wenn Dragutin Horvath die 144 gecheckt hätte. Aber Nico Kurz hat sich die Breakchancen jetzt da wieder erarbeitet und könnte 40. direkt alles wieder gerade stellen. Alles in die Reihe bringen. Tops. Für den 24-Jährigen. Guter Marker. Und der 20, Dragutin, you ist knapp vorbei. 48. Und das sind aber wichtige Chancen, die er da jetzt auslässt. Die könnten sich dann rächen im Spielverlauf. Speziell, wenn Horvath hier jetzt checkt. And the sixth leg, Dragutin Horvath. Und das seventh macht er. Leg, it's Nico to throw first. Alles kalt auf die Game Doppel. On. Dragutin. Dragutin Horvath holt sich hier sein drittes Leg in Folge. 58. Ja, und das erhöht natürlich den Druck auf Nico, auf seinen eigenen Anwurf. Jetzt nicht das nächste Break kassieren. Aber wenn Horvath das hier macht, 140. so scored. Und auf Check so bleibt, dann wird es sehr, sehr schwer. Und dann könnte uns hier der zweifache Champion und Titelverteidiger im Viertelfinale verlassen. Aber davon sind wir noch eine ganze Ecke weit weg. Die 5 Legs muss 100. Herkules erstmal noch nach Hause bringen. Und beim Scoring sieht das 139. Ganze auch sehr, sehr gut aus für Nico Kurz. Stellt sich auf 170. Ja, aber Dragutin Horvath will ihm da in nichts nachstehen. Bleibt da oben, geht da runter, sieht nach unten aus und macht 177. Das Nico, you require 170. Und sofort wieder massiver Druck für Kurz. Die 170 werden es nicht sein. 96. Dragutin, you require 84. Nächste Breakchance für Horvath. 14 fürs Bullseye, Triple 14 für Doppel 11. Bullseye. Boah,
das ist aber auch gnadenlos, was Dragutin Horvat hier macht. 5-2. Spielt ein 12 Data zum Break. Ja, und das ist jetzt sicherlich ein Moment, wo auch Nico Kurz sich mal kurz schütteln muss. Ich glaube, Nico auch mit einer kleinen 59. Modifikation an seinen Darts. Ich glaube, der Grip da hinten könnte neu sein. Er hat mir da was erzählt, aber vielleicht hat er auch die neuen Darts, die er eine Zeit lang gespielt hat, schon wieder beiseite gelegt. 60. Also, jetzt spielt er noch mit den Älteren. Ja. Aber es wird, soviel ich weiß, bei Evolution auf jeden Fall bald neue Darts von Nico Kurz geben. Also für alle Nico Kurz-Fans da schon mal positive Neuigkeiten. Ich hoffe, ich durfte es verraten. ich weiß, ich war nicht schuld. Wenn sich jemand beschwert, ja, hier sehen wir die Darts auch eingeblendet. 100. Von Nico. Ich erzähle einfach, dass du es aus mir rausgekitzelt hast. Es waren meine journalistischen Spitzfindigkeiten, die dir keine Chance gelassen haben. 79. Nico wieder unter Druck. Ja, und auch Nico Kurz, einer dieser Spieler, bei denen 140. Der da sehr, sehr waagerecht im Board steckt, der eigentlich immer schön auch drauf aufbauen kann, wenn der erste so ein bisschen weiter unten ist im Triple. Aber Dragutin hinterher. 177. Oh, wie so ein Weltmeister, die nächste 177 von Dragutin Horvat. Und so wird es schwer für Nico Kurz, wenn Herkules diesen Stiefel weiter runterspielt. Der steht jetzt mittlerweile 100, bei einem Average von knapp 100 Punkten. 46. Steht nach 12 Darts wieder auf 46. 6 zu Tops. 26. Ja, da haben wir die Reaktion auch gehört von Dragutin Horvat. Und das ist jetzt ja eigentlich fast schon muss, diese 101 Punkte für Nico Kurz. Triple 19, Triple 15. Wie geht das an? Versucht's über die Triple 19. Trifft nicht. 52 Rest. 49. Dragutin, you require 20. Und somit könnte es gleich 6-2 stehen für Dragutin Horvat. Das erinnert mich an letztes Jahr. Oh, jetzt no lässt score. Er hier wichtige, Nico, wichtige Chancen aus. 52. Und da muss Nico Kurz jetzt reinkommen. Die 52 müssen es sein, sonst wird die Luft dünn, glaube ich. Und er ist zur Stelle. Shot. And the 8th leg, Nico Kurz. Und wieder ninth mal ein leg, Break. It's Nico to throw first. Game on. Schafft das hier, nach 4 Leg-Gewinnen in Folge für Dragutin Horvat dazwischen zu kommen. Beendet den Run des Mannes aus Kassel. 180. Vierte 180 für Nico Kurz. Eine nur für Dragutin Horvat, aber der hat dafür zweimal die 177. 44. Das ist natürlich auch eine schicke Sache. Jetzt sieht man leichte Fehler bei Dragutin. 4 perfekte bei Nico, 5 perfekte. 140. Die beiden Vorjahresfinalisten sind sich bisher bei diesem Turnier aus dem Weg gegangen, weder in der Vorrunde noch in der Hauptrunde in einer Gruppe gewesen. Aber jetzt sieht das hier ganz 46. gut aus für Nico Kurz, dass er das 4-5 machen kann, auch wenn die Aufnahme ihm ein bisschen missglückt, aber Dragutin Horvat findet selbst 60, auch nicht zu dem Triple. Scheint jetzt hier so ein bisschen Wirkung zu zeigen, dass er gerade eben diese Darts hat liegen lassen zum 6-2. Ja, das sind immer eben solche kleinen Momente, wo ein Mental einfach 100. Wie viel, so viel Nerven kostet. Ich glaube, das waren 5 Darts in dem Leg gerade eben, die er da vergeben hat. 58. Nico, you require 35. Und so schnell geht's dann im Darts. Plötzlich ist Nico Kurz wieder dran. 2 Darts auf Doppel 16 zum 4-5. Klasse, 14 Darter. 10th leg, it's Dragutin to throw first. Game on. Und jetzt muss Dragutin gucken, dass er hier seinen Anwurf durchbringt. Denn wenn Nico Kurz hier das Break schafft, dann würden 100. wir mit 5-5 in die Pause gehen. Und es sähe alles genauso spannend aus wie im Finale im letzten Jahr zwischen den beiden. Ja, und Nico Kurz hat jetzt 97. Dragutin Horvat im Average überholt. Das hat sich hier schwer niedergeschlagen, diese verpassten Darts von Dragutin. Der war
vor ein paar Minuten noch bei knapp 100 und steht jetzt bei knapp 94, jetzt bei knapp 95. Nico stand bei 92, hat sich gesteigert. Hat einen sehr, sehr guten Dart. Sehr, sehr guten 100. Ersten Dart, Nico Kurz, der sehr häufig in der Triple 20 steckt. Das haben wir auch bei dir häufig gesehen. Das, du bist auch einer dieser Spieler, die über 41. den Rhythmus kommen. Wenn der erste Dart passt auf die Triple 20, dann macht das vieles einfacher. Definitiv, wenn der erste drin ist, hat man auch großes Selbstvertrauen für den zweiten. Genau, solches Selbstvertrauen wie 180. Das, was Nico Kurz jetzt zeigt mit seiner fünften 180. Das ist schon außergewöhnlich gut, dieser Wert. Stellt sich auf 124. Dragutin 41. Nicht auf Check. Nico, you require 124. Das heißt, Nico hat 6 Darts Zeit für die 124. Kann hier alles wieder in die Reihe bringen. Hat Zeit, muss den Weg über die 14 nicht gehen. Große 16 jetzt für Tops. 84. Und dann ist gleich, wenn alles glatt läuft und Nico Kurz einen seiner 3 Darts zum Check nutzt, alles wieder in der Reihe. 99. Nico, you require 40. Norbert bleibt bei 80 Punkten, Rest stehen. Wichtig jetzt für Nico Kurz, das zu machen. Doppel 5, das muss er nehmen. 30. Dragutin, bringt sich hier vielleicht 80. Um die ganze schwere Arbeit, die er hier geleistet hat, in diesem Leck. Wenn Dragutin Horvat jetzt das 6-4 macht, das wäre ein Big Point. Auch er braucht die Doppel 5. Und er macht sie. Er holt sie, er ballt die Faust. Da konnten wir sehen, wie wichtig das hier gewesen ist für Herkules, seinen Anwurf zu verteidigen. 6-4 zur zweiten Pause. Wir sind gleich wieder da. Zurück in der heißen Phase. Hier im Viertelfinale zwischen Nico Kurz und Dragutin Horvat. Der zweifache Champion und Titelverteidiger. Er liegt zurück. Game on. Mit 4-6. Dragutin Horvat hat Stand jetzt die Nase vorn. Kurz hätte vor der Pause alles wieder in die Reihe bringen können. Hat einige Darts liegen lassen, um das 5-5 zu machen. Und Dragutin Horvat war zur Stelle. Aber Marco, ich glaube, hier ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Glaube ich auch nicht. Startet wieder gut mit einer 140. Sein Aufschlaggerät ganz wichtig zu holen. 125. 41. Dragutin mit einer 41. Gut für Nico. Da sehen wir es nochmal. 18 Darts gerade eben für Dragutin Horvat. Und was das Scoring betrifft, da ist Nico Kurz wahnsinnig gut unterwegs. Das sehen wir jetzt auch hier. Der Average bei den First 9 nach den ersten 9 Darts, der bestätigt das. 109,4 Punkte. 100. Im Schnitt. Nico, you require 96. Ja, noch 9 Darts auf 96. Der steckt eigentlich gut für ihn. 40. Ja, fragt dann nochmal nach bei unserem Caller Sven. Wirft jetzt die große 20 60. Für die Doppel 18. Und Dragutin Horvat hier noch nicht in der Nähe, um irgendwas bewegen zu können. 99. Nico, you require 36. Finish steht für Dragutin. Bei Dragutin muss man immer aufpassen mit High Finish. Ja, war auch vorhin schon mal no knapp score. Dran, aber wieder lässt Dragutin, Nico Kurz hier 164. drei Darts liegen. Das hat sich gerade eben gerecht. Kann Dragutin Horvat das wieder nutzen? Hätte noch eine Triple 19 gebraucht. Fürs Bullseye. Bleibt bei 88 Punkten Rest. 96. Nico, you require 36. Nochmal 3 frische für Nico. Guter Marker. Ja, Game jetzt. Shot. And ja, the 11th leg, Nico Kurz. 12th leg, it's Dragutin to throw first. Game on. 17 Darts zum 5-6 stellt sich hier die Doppel 18, eigentlich ja das favorisierte Doppelfeld von 41. Nico, die Doppel 20. Ja. Aber man hat gesehen, die Tops laufen noch nicht so ganz bei ihm. Vielleicht hat er gedacht, er stellt mal um. 58. Beide Anfangsschwierigkeiten. Nico Kurz ja auch einer dieser Spieler, die relativ stoisch auch beim Scoren auf der Triple 20 bleiben. 140. Nicht so häufig, dass er runtergeht auf Triple 19. Und speziell, wenn der erste Dart so steckt, dann gibt es ja auch gar keinen Grund, nach unten zu gehen. Warum 180. denn auch? 180. Die nächste 180 von Nico.
Sechste 180 der Partie für Nico Kurz, eine für Dragutin Horvat. 96. Der ist mit diesem ersten Dart so sicher in dieser Triple 20. Stellt sich 164. Nico Kurz hat ja auch seine ersten Erfahrungen 140. In EDAT gesammelt. Nico, you require 164. Ich glaube schon zweimal. Ich glaube dreimal sogar. Dreimal schon, sogar. Aber also auf jeden Fall mehrfach. Er ja, schon im ersten Jahr, wo er angefangen hat, Dragutin, sehr leicht deutscher Meister 84. geworden. Jetzt schauen wir erstmal auf diese 84 Punkte von Dragutin Horvat. Das Game ist shot. Wichtiges Checkout für ihn hier. Dragutin Horvat, 13th leg, it's Nico to throw first, game on. Und Dragutin weiß auch, eigentlich muss er in Anführungszeichen nur jetzt jedes Mal seinen Anwurf durchbringen. Und dann steht er im Halbfinale. 60. Er bleibt dieses Break vorn. Aber das muss er auch verteidigen, denn ansonsten hat Nico Kurz den Vorteil, die ungeraden Legs anzufangen. 140. Ja, der fängt wieder stark an, Dragutin. Nico ohne Triple. Nico Kurz auch aus einer absoluten Darts-Familie. Seine Eltern beide sehr, sehr gute E-Dart-Spieler. Papa Holger und Mama Sabine. Durfte ich vor kurzem erst 140. kennenlernen. 140. Absolute nette Menschen. Grüße gehen raus an Mama Kurz und Papa Kurz. Die jetzt sicherlich mitzittern werden und hier mit Sorge sehen werden, dass Nico Kurz drei Punkte wirft. Und hier kommt dann sein Anwurf in Gefahr, weil Dragutin Horvat sehr, sehr gut in dieses Leck gestartet ist und auch jetzt 81. mit 81 Punkten die klare Kontrolle behält. Und wenn es jetzt hier einen Break geben sollte, dann sieht es nicht gut aus für Nico Kurz. 55. Dragutin, you require 140. Noch kein Problem, das Ganze hier für 78. Dragutin Horvat, der hat Zeit, weil Nico Kurz in diesem so wichtigen 13. Leg aber überhaupt nicht ins Rollen kommt. Nach 12 Darts noch 323 Punkte Rest. Jetzt findet er die Triple 20 wieder. 177. Klasse, Dragutin, you require 62. Stellt sich 146. Nochmal Druck zu machen. Doppel 16 für Horvat, um nur noch ein Game Leg shot entfernt zu sein. 13th leg, Dragutin Horvat. 14th leg, it's Dragutin to throw first. Game on. Und kann jetzt hier sogar das 14. Leg beginnen, um alles klar zu machen. Und dann würden wir hier die 16. Gewissheit haben, dass wir zum ersten Mal in den letzten zwei Jahren einen neuen Super League Champion haben. 46. Beide fangen ohne Triple an. Nico Kurz, der müsste jetzt vier Legs in Folge gewinnen. 100. Um noch im Turnier zu bleiben. Und dafür ist Dragutin Horvat wahrscheinlich ein bisschen zu gut unterwegs. Aber man darf ihn nie abschreiben. Man darf 140. ihn nie abschreiben. Definitiv aufgeben. Keine Option. Aber für beide nicht. Also so kenne ich Dragutin auch, aber Nico auch. Ja, und das hier so ein bisschen 64. das Problem für Nico Kurz in dieser Partie. Nur 5 aus 25 Versuchen verwertet auf die Doppelfelder. Da liegt der Hund begraben, weil das Scoring von Kurz, das 140. ist exzellent in dieser Partie. Abgesehen vom letzten Leg. Das war eigentlich das Einzige, wo er nicht so richtig zu seinem Spiel gefunden hat. Auf die Triple. Ja. 140. Dragutin kontert wieder sehr gut. Stellt sich 137. Dragutin, you require 137. Das ist jetzt die erste Chance für Herkules, das Match nach Hause zu bringen. Aber das wird nichts werden. Und somit 83 Punkte. Nico, durchaus realistisch für Nico Kurz. Kriegt er zwei oder nur einen Dart auf Doppel? Es sind zwei auf die Doppel 10. Ein noch, um am Leben zu bleiben.
Jawohl, das holt er sich. In 15 Darts. Nico Kurz. 15 schnappt er sich das 14. Leg. Bleibt in der Partie. Game on. Rebreak von Nico. Wieder erster schöner Dart von Nico. Zweite auch. Ist das die siebte 180 für Nico Kurz? Die ist es nicht, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Start. Und wer weiß, was dann passiert, wenn es hier nochmal knapp wird. Wenn er jetzt gleich das 7 zu 8 machen soll, vielleicht kommt Dragutin Horvath nochmal ins Grübeln, ins Schwimmen. Das sind solche Situationen, wie wir vorhin schon hatten. Du hast einen Vorsprung und dann kommt der Gegner nochmal dran und dann fängst du wieder an. 100. Mit dem Kopf. Es kann Nico aber auch ganz gut, glaube ich. Es kann sich alles so schnell drehen im Darts. 60. Ähnliches Spiel gegen Stefan Nilles. Ja, da stand Nico auch schon mit dem Rücken zur Wand, hat da die Kohlen nochmal aus dem Feuer geholt in der Hauptrunde, in seiner drittletzten Partie gestern. 140. Und hier sieht es jetzt wirklich nach 7 zu 8 aus und dann dürfte Dragutin Horvath noch einmal aufschlagen zum Match gewinnen. Aber 55. Sollte er dann Nico, das Break kassieren gleich, 121. Hätte Nico wieder alle Trümpfe in der Hand, um die Titelverteidigung am Leben zu halten. Jetzt brauchen die 3 für die Doppel 4. 113. Klasse Leck von Nico Kurz. Nach 12 Darts bei 8 Punkten Rest. Viel besser kannst du es nicht spielen. Und solche Darts wird er 100. Jetzt gleich nochmal auspacken you require müssen. 8. Doppel 2. Aber noch kein Druck. Dragutin Horvath noch nicht im Finish-Bereich. 6. Aber das ist jetzt natürlich unangenehm. Stellt sich Matt aus. Doppel 1, da darf dir jetzt gleich kein Fehler mehr auf Singlefeld passieren. Oh, und Dragutin Horvath übt Druck aus. 66 Punkte Rest. Bullseye oder Triple 10? Bullseye für Doppel 8 oder Triple 10 für Doppel 18? 130. Nico, you require 2. Und Nico Kurz weiß, das muss ich machen, sonst ist es wahrscheinlich vorbei. Und er lässt wieder no drei score. Chancen aus. Dragutin, you require 56. Und jetzt realistische Chance für Dragutin Horvath. 56 Punkte für den Halbfinaleinzug. Er schnauft nochmal durch. Verpasst die große 16. Und jetzt kommen auch für Herkules hier die Nerven ins Spiel. Wird es ein Match stattgeben? Davon gehen wir jetzt mal aus, dass er nicht nochmal eine große Zahl verpasst. 49 Rest. 9. Für Tops, ein Dart fürs Halbfinale. Oh. Und den verzieht er nach unten. Nico, you require 2. Nico Kurz lebt noch. Darf's nochmal probieren. Auf Doppel 1. Oh. No score. Auf Dragutin, you require 20. Die Chancen, die waren da für Nico Kurz. Aber ich glaube, jetzt ist es hier gleich vorbei. Doppel 10 für Dragutin Horvath. And the match. Und Herkules revanchiert sich für die Niederlage. Im Finale des letzten Jahres zieht ins Halbfinale ein, schlägt Nico Kurz. Der Titelverteidiger ist raus und wir sind gleich zurück und sprechen mit Dragutin Horvath.